Die Hoffnung auf weitere Geschenke der Notenbanken, das ist der Grund für die heutige Rallye an den Märkten. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Ja, einerseits konzentriert sich die Hoffnung auf die EZB, dann auf China und die Fed. Also das gesamte Paket der Hoffnungsmythen wird hier mal zusammengeschnürt und das führt zu Optimismus an der Börse. Die Liquidität ist ja ohnehin da und sucht sich ihre Kanäle. Schauen wir uns mal, was heute wichtig war, was heute auf der Agenda stand. Und das startet mit Deutschland. Hier die Importpreise gefallen wieder, ein Warnzeichen in Richtung Deflation, minus 0,1%, die Verbraucherpreise erwartungsgemäß um 0,3% gestiegen. Dann, das war sehr wichtig heute Morgen, Spanien ist in die Deflation gerutscht, die Verbraucherpreise minus 0,2% auf Jahressicht gesehen und das hat den Euro massiv unter Druck gesetzt heute Morgen, denn es erhöht den Druck, so zumindest die Spekulationen des Marktes, auf die EZB schon auf der nächsten Sitzung was zu unternehmen, zum Beispiel negative Einlagenzinsen einzuführen, also die das Übernachtparken von Geld der Banken bei der EZB durch Zinsen zu bestrafen, in der Hoffnung, dass dann die Kreditvergabe angekurbelt wird. Dann hatten wir Daten aus den USA, die persönlichen Einkommen plus 0,3%, persönliche Auslagen plus 0,3%, beides erwartet, aber für die Amerikaner trotzdem ein Grund zum Optimismus. Man glaubt, dass die Amerikaner wieder Geld ausgeben, aber wenn man sich die Zahlen genau anschaut, dann geht das Geld eben nicht in die Wirtschaft, sondern das wird verwendet für Gesundheitsausgaben und für Versorger. Das heißt nicht wirklich das, was starkes Wirtschaftswachstum anzeigt. Die Verbraucherstimmung leicht enttäuschend bei 80,0. Hier hatte man sich ein bisschen mehr erhofft. Ja, und seitens der Fed ist es das Fed-Mitglied Evans, das gesagt hat, ich erwarte bis weit in 2015 eine Nullzinspolitik. Wir hatten öfter schon darauf hingewiesen, dass einige Herren sich aus der EZB offenkundig gegen Janet Yellen positionieren, die eben gesagt hat, ja, in der ersten Hälfte 2015, 6 Monate nach Ende des Anleihekaufprogramms, da werden die ersten Zinsanhebungen zu erwarten sein. Und die Herren in der Fed wollen sich offenkundig nicht so unterordnen unter die Aussage Yellens und unter Yellen insgesamt, denn jeder hat jetzt eine Meinung und die Märkte picken sich das raus, was am angenehmsten ist. Das gilt auch für die EZB natürlich. Da hat es noch am meisten rationalen Hintergrund, am wenigsten in China. Hier hat sich Premierminister Li Keqiang geäußert und eigentlich nichts wirklich gesagt, was abweicht von dem, was er bisher gesagt hat. Dennoch ist die Hoffnung da, dass China Stimulusmaßnahmen ergreifen wird. Wir glauben das nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr gering, weil das würde die gesamte Kehrtwende der chinesischen Politik konterkarieren und das wird man sich in Asien nicht erlauben. Das ist ein Gesichtsverlust der Regierenden, der sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Solche Informationen wie immer natürlich auf www.finanzmarktwelt.de. Heute mit einem Artikel über die mediale Provinzialisierung in Deutschland, der Einheitsbrei, der uns hier entgegenschwappt und viele Dinge kommen hier nicht vor, die in anderen Ländern vorkommen und die für uns sehr relevant sind. Schauen Sie da mal rein bei Finanzmarktwelt. Jetzt schauen wir rein in die Charts und gucken, was unsere Lieblinge so treiben. Da ist zunächst mal der DAX, der hier jetzt im Widerstandsbereich ist, den wir schon öfter angetestet hatten, zum Beispiel Anfang März, zum Beispiel hier auch schon einmal im Februar. Da sind wir jetzt direkt dran, knapp unter der 9600er Marke auf X-DAX-Basis. Auch die Amerikaner machen heute mit bei der Rallye. Das war ja vorher doch eine singuläre Veranstaltung des DAX. Und wir sehen, wir kommen allerdings hier wieder etwas runter von den Hochs. Aktuell 16.370 Punkte im Dow Jones. Interessanter als der Dow Jones ist derzeit der Nasdaq 100. Denn hier sind Werte drin wie Facebook etc., die böse abgestraft wurden im März. Facebook alleine über zweistellig im Minus. Wie viele andere wie Netflix, große Player wie Twitter etc., die alle dick abgestraft wurden. Die Risikoprämien auf Nasdaq-Optionen sind massiv nach oben gegangen. Der Abstand zu S&P-Optionen so groß wie seit 2007 nicht mehr. Das nur nebenbei bemerkt. Wir sehen hier eine Erholung, die aber jetzt auch wieder ausläuft. Der Optimismus scheint sich ein bisschen zu erschöpfen. Schauen wir uns mal hier den DAX im Vergleich zum S&P an. Der DAX der dunkle Chart, der S&P der helle Chart. Und wir sehen die doch wieder deutliche Outperformance des DAX gegenüber dem S&P. Sie erinnern sich, vor einigen Tagen und Wochen war es noch genau andersrum. Da ist der DAX gefallen und die Amerikaner gestiegen. Jetzt scheint man Lust auf das umgekehrte Spiel zu haben. Das Spiel ist auch nicht wirklich günstig verlaufen für den Euro heute, obwohl er sich jetzt wieder erholen kann. 1,3748 heute. Hier diese spanischen Verbraucherpreise, die haben ihn in einer sehr schnellen Bewegung Richtung 1,37 gedrückt, dann die Erholung, die jetzt aber auch wieder versandet. Es sieht nicht gut aus für die Eurobullen, denn die EZB kommt immer mehr unter Druck, wirklich was zu unternehmen und das wäre Euro negativ. Schauen wir uns mal den Goldpreis an.
nach wie vor nicht sehr stark bewegt, aber immer noch mit latenter Schwäche, wenngleich im Vergleich zum Vortag wenig verändert. Auch wenig verändert, wenngleich mit positiverer Tendenz, das US Crude Oil knapp hier unter der 102 waren wir heute schon drüber. Ängste um Versorgungsengpässe wie eben auch die mögliche Zuspitzung in der Ukraine-Krise sind hier die Argumente. Dann schauen wir uns mal an BlackBerry heute mit Zahlen, die grottenschlecht waren, aber man hatte noch Schlimmeres erwartet. Die Aktie hat sich dennoch deswegen gefreut, weil eben noch Schlimmeres erwartet war, aber dann ging es wieder nach unten. Derzeit sind wir genau bei $10. Schauen wir mal. Also es ist wieder mal sehr viel Hoffnung im Markt. Es ist wieder das alte Lieblingsthema der Börsen. Die Notenbanken werden uns helfen. Aber die Frage ist, wie lange hält sich dieses Thema? Das muss man abwarten. Ihnen erstmal ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Bis dann. Servus. Ciao.